Hallo liebe Leute, willkommen zum Minecraft Snapshot Video 16W38. Ja, es gibt einen ganz kleinen Snapshot wieder. Und ja, die erste Neuerung, die ich euch heute zeigen werde, ist, dass man jetzt im Chat nicht nur, ja, wie es davor war, ca. 100 Zeichen reinschreiben kann, sondern jetzt bis zu 256. Wie ihr jetzt auch gleich schon sehen könnt, hält es irgendwann an und da sind sie auch schon, die 256 Zeichen, die man jetzt insgesamt in den Chat schreiben kann. Ja, da gibt es einen Befehl, den haben wir uns schon tief im Herzen alle gewünscht. Das ist dieser hier, Game Rule Do Weather Cycle True. Also, nee, nicht true. Den gibt es schon lange, also der ist immer drin. Das heißt, dass das Wetter sich immer ändert. Wenn wir jetzt hier mal auf False das so eingeben, ne? Das umstellen, dann wird sich das Wetter nie mehr ändern. Es wird für immer schneien, regnen, donnern, was es auch immer gerade tut. Ich kann jetzt quasi hier umstellen auf Toggle Downfall. Ja, also ne, jetzt wird hier jetzt wieder ja, klares Wetter. Und jetzt bleibt es hier oben quasi für immer so, wie es hier ist. Es wird nie mehr schneien. Das heißt, wenn ich den Schnee hier zerstöre, dann bleibt ihr hier auch für immer weg. Es gibt doch mal eine neue Spielregel. Das ist die Game Rule Max Entity Cramming. Das bedeutet, wenn so und so viele Monster auf einem Fleck sind, da sind Spieler übrigens mit einbezogen, beziehungsweise wenn mehr als die Anzahl von Monster hier, die hier angegeben ist, plus eins, an einem Spot sind, also auf einem Block stehen, dann stirbt da immer einer, wenn da einer neu draufkommt. Das heißt, wenn es jetzt hier bei Default auf 24 eingestellt ist, dann können hier quasi 25 Leute stehen und der 26., der auf diesem Spot steht, also quasi wenn es jetzt so ein 1x1-Loch ist und da der 26. jetzt reinfliegt, dann stirbt er. Das probieren wir jetzt mal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, ist noch keiner gestorben, 26, jetzt verlieren sie alle Leben. Bis einer stirbt. So, wenn ich jetzt nochmal reinschmeiße, dann passiert Folgendes. Es fliegt einer rein, sie verlieren nicht alle Leben, es stirbt bloß einer. Das passiert übrigens nicht mit Items, also ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr jetzt einen Haufen Truhen zerstört und hier mehr als 24 Items auf dem Boden liegen, dass sich dann der Rest von Stack halt auflöst, ne, zerstört, das passiert nicht. Also bloß mit Monstern und Spielern halt, ist es so. Ein kleines Problem haben da alle Leute jetzt mit den Grindern, mit den Hühnerfarmen, mit Elytra Launchern, hat Chap geschrieben. Ja, weil halt, wenn jetzt halt mehr Hühner als 26, oder mehr Hühner als 25 auf einem Spot, auf einem Block stehen, dann stirbt halt immer das 26., was dazu kommt. Man kann es übrigens auch erweitern, was ich auch noch sagen wollte. Man kann es auch auf 40 stellen, kann ich hier, ich will es jetzt nicht zählen. Aber man kann dann hier bis zu 41 Monster reinhauen und der 42. stirbt dann. Manchmal verlieren noch mehr Schaden. Ich weiß gar nicht genau, wie das so funktioniert. Und wenn ich es jetzt mal runtersetze, dann war schon auf 4. Zack, dann sterben sie alle. Oh Mann, was für ein Massaker. Kann man was richtig Lustiges machen. So viele Monster, so 1000 Monster in einem Spot und dann auf 1 runterstellen. Ich glaube, dann schmiert Minecraft ab. Aber ja, so viel zu dieser Änderung. Ja, und hier muss ich jetzt nochmal korrigieren. Ich habe es gerade bei Cupfan gesehen. Also mit Booten soll es angeblich nicht funktionieren. Er hat 100 Boote aufeinander platziert und ja, da soll nichts passieren. Also Elytra Launchers sollen angeblich noch funktionieren, obwohl Chap das anders geschrieben hat. Ja, und wenn ihr mal in Kreativmodus hier auf Brewing schaut, dann seht ihr da ein neues Icon. Und das ist quasi eine nicht craftbarer Trank. So sehen jetzt alle Tränke aus, die man quasi ja, custom halt macht und die halt dann keine Tags haben. Die sehen dann so aus. Noch eine ganz wissenswerte Sache ist eigentlich, dass man diese Funktion auch ausschalten kann, indem man hier auf Max Entity Cramming das auf 0 stellt. Dann ist es quasi so, wie es schon immer war. Und dann bekommt man auch, wenn man jetzt da reinfällt in so ein Loch und das halt auf Max Entity Cramming auf 24 gestellt ist, dann bekommt man pro, also wenn man dazu springt, also der 26. ist, bekommt man pro Game, pro Damage Tick und ich glaube, das ist sowas wie der Game Tick. Bin mir aber nicht ganz sicher, ich kenne mich da nicht gut aus. 3 Herzen Schaden, also es geht wirklich ratzifatzi. So, und jetzt nochmal kurz zur Aufklärung. Do Weather Cycle ist nicht das gleiche wie Do Daylight Cycle, also verwechselt mir das bitte nicht. Do Weather Cycle macht, dass das Wetter immer gleich bleibt, das heißt, dass das Wetter immer klar ist, aber es trotzdem zu Nacht und Tag wird. Aber Do Daylight Cycle, das macht zum Beispiel, wenn ihr den
ausmacht, to Daylight Cycle, dann bleibt es ja immer gleich. Also bleibt es quasi für immer Nacht. Also das bitte nicht verwechseln. Ja, und jetzt hier mal so ein Beispiel für eine Falle. Also eine Falle, die man mit Do Entity Cramming habe ich jetzt mal auf 1 gestellt. Ich weiß nicht wirklich, wie man 9 Cards zusammenschiebt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich habe es verlernt. Ich kann 9 Cards nicht mehr zusammenschieben. Ich habe so ein Pistons in allem versucht. Hat nicht funktioniert. Aber hier jetzt einfach mal ein Beispiel, wie man quasi so eine Falle macht. Ach du Kacke. Ja, also man springt hier auf jeden Fall rein, ne? Kann das auch noch ein bisschen verstecken, vielleicht das Loch. Dann ist hier unten eine Truhe. Da kann man die Sachen vom Spieler aufsammeln. Allerdings muss man aufpassen. Man muss hier natürlich dann 24 Minecarts reintun. Wahrscheinlich, weil wenn das halt auf dem Server ist, ne, dann sind da wahrscheinlich nicht Cheats an. Und das, der Befehl wird nicht auf 2 oder 1 gestellt sein. Dass man bloß 2 Minecarts drin haben muss. Ja, und außerdem wird der Spieler wahrscheinlich höchstwahrscheinlich wieder zurückkommen und die Items aufsammeln und die Minecarts zerstören und alles. Also man kann mit ein paar Verlusten rechnen, aber ich habe es halt einfach so gemacht, ne? Also ich habe es auf Reddit so gesehen, ich werde euch den Post mal verlinken. Truhe, Hopper, Spinnennetz und drüber über den Spinnennetz ein Schild, damit der Spieler, der drin ist, das Spinnennetz nicht sofort zerstören kann. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, wofür das Spinnennetz ist, aber ich glaube, dass der Spieler sich nicht rausbewegen kann, ne? Ja, das wär's dann. Gut, das war's mit diesem Snapshot-Video. Wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ist trotzdem ein bisschen länger geraten dafür, dass so wenig Features war. Ich weiß auch nicht, warum es das bei mir immer so lang zieht. Tut mir echt leid. Aber ich hoffe, ihr hattet wenigstens Spaß, habt was gelernt. Und dann würde ich sagen, macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.